Hallo hier auf der Demo. Vorerst also ja mal was Organisatorisches, nenne ich es mal so. Ich bin ja der Veranstalter, ich habe das erste und das letzte Wort. Das erste erstmal bitte, wir sind heute von der Maskenpflicht befreit, weil wir unter freiem Himmel sind und die Vorschriften ja geändert wurden. Also haltet Abstand, das ist die einzige Auflage, die wir haben. Bitte, bitte wirklich Abstand halten, guckt bitte drauf. Ja. Ansonsten herzlich willkommen auf der Demo der Nuklearia und der Matters von Nuclear hier vor dem letzten noch laufenden Block C und Remmingen. Der letzte SWR 72, den es noch gibt. Die zwei waren die einzigen. Bald wird es keinen mehr geben. Ja. Mein Heimkraftwerk, sage ich jetzt einfach mal, ich komme ein paar Kilometer von hier. Ich war das erste Mal, ja, 2007 wohl hier. Habe mir das angeguckt, dann kurz nach Fukushima habe ich dann wirklich mal geschafft, eine Führung zu machen, weil ich mir den Spaß wirklich selber mal angucken wollte. Und ja, seitdem hat der Herr Kögler mich, glaube ich, 6 oder 7 Mal durch dieses Kraftwerk geschleift. Der Herr Kögler, die Frau Rusch und der Herr Peck. Tja, der Herr Rösch, der Kögler ist wohl jetzt bei der Volksfeuerwehr. Die Öffentlichkeitsarbeit findet eigentlich so nicht mehr statt, was ich relativ schade finde. Es gibt keine Führung mehr, nur noch Live-Schaltungen rein. In einem Land, in dem die MINT, die Studenten für die MINT-Fächer ausgehen, tja, was soll man denen noch zeigen? Ein paar Solarzellen auf dem Feld, ein paar Windräder, mehr bleibt eigentlich nicht mehr übrig von der deutschen Energiewirtschaft. Schade drum. Tja, heute haben wir ein paar Reden vorbereitet. Eigentlich war auch noch ein Streitgespräch geplant, da wird euch aber dann die Britta noch etwas mehr dazu sagen. Die Britta Augustin wird euch heute noch durchs Programm führen. Das ist die Dame hier in dem schönen pinken Shirt, also nicht zu übersehen, wenn einer blind ist. Dann findet das auch noch. Ja, Britta, du darfst. Danke, Daniel. Danke, Daniel Spannbauer. Also unser Backbone ist hier der Daniel und der Arne. Wir sind heute mal unter uns, da können wir das mal so sagen. Es ist unser absolutes Backbone hier für die Demonstration schon seit 6 Mal. Wir haben 12 Veranstaltungen an 6 Tagen durchgeführt und das ist der Wahnsinn. Die sind einfach immer da, bauen stundenlang auf und ab, also nicht, dass sie langsam sind, sondern die bauen halt wirklich einfach viel auf, ja. Pavillon Technik, alles drum und dran. Wahnsinn, es gibt noch mehr Leute, die schon bei dieser Demonstrationsreihe immer wieder mit dabei sind. Das sind der Rainer Klute, der Markus Fester, der Simeon Preuß, der Noah Jakob Redberg und viele weitere, die wirklich jetzt fast jedes Mal bzw. jedes Mal dabei waren. Der Wahnsinn. Und ja, wir waren auch schon vor einem Jahr hier, auch ich, und da standen wir hier mit 100 Leuten und wir haben halt irgendwie gedacht, das toppen wir, aber es kommt einem einfach so vieles dazwischen. Wir haben ja hier auch in Gundremmingen Flugblätter verteilt mit den Masters von Nuklear und haben mit den Leuten tatsächlich gesprochen in ihren Häusern und die gucken einen dann echt verblüfft an. Ja, wir sind hier alle für Kernkraft. Ja, aber dann stellt euch doch mit dazu. Auf die Idee kommen die gar nicht. Das ist ein paar. Ist wer gekommen? Yay! Also, Gundremminger, Hut ab! Es kommen doch welche! Sehr, sehr gut! Na, also, weil man muss das zarte Pflänzchen des Widerstandes dann immer erstmal im Konservativismus finden, pflegen, hegen und so weiter, aber es klappt. Bloß wir wollen ja eigentlich noch Gundremmingen retten, was ja Ende des Jahres stillgelegt werden soll. Deswegen versuchen wir jetzt noch mal ein paar Nummern anzuziehen. Mit Masse erreichen wir es jetzt vielleicht nicht, aber trotzdem schön, dass jeder Einzelne, der da ist, ist hier ein Gewinn, macht hier echt den Unterschied, macht hier echt was aus. Jeder, der sich hierher traut, Gesicht zu zeigen und wirklich den Arsch hochkriegt. Es muss ja jemand mal sagen, dass wir das wollen. Dieser ganze Strom, der hier produziert wird, das ist ja nicht so, dass wir den dann nicht mehr brauchen am 1.1.2022. Wir brauchen den ja, und das wissen wir ja alle, und das sind immense Mengen. Und es ist günstig und es ist CO2-frei. Das brauche ich euch nicht mehr zu erzählen. Deswegen sage ich euch nur kurz, wir werden verschiedene Reden hören. Wir haben Gastredner, unter anderem aus Amerika. Und eigentlich haben wir ein Streitgespräch vorbereitet, auf das ich mich besonders gefreut habe. Dazu bräuchten wir dann aber diejenigen, mit denen wir uns so oft und so lange auf Twitter immer balgen.
Das sind die Leute, die sagen, aber mit Erneuerbaren geht es doch viel besser. Und mit denen hätten wir heute gern öffentlich diskutiert. Wir hatten zwei Zusagen. Eine ist bereits zurückgezogen worden. Wir hoffen, dass die andere Zusage noch steht, weil dann haben wir heute hier im Programm ein Streitgespräch, was nicht auf Twitter geführt wird, sondern live hier auf der Bühne. Und das wäre wirklich der Hammer. Da würde ich mich super drauf freuen, wenn das noch zustande kommt. Ansonsten haben wir unseren Gastredner aus Amerika. Und wir waren ja heute schon unterwegs in Augsburg, haben dort schon 2 Stunden Kundgebung gemacht. Und dann sind wir sogar noch in die Donau gesprungen und haben mit Transparenten uns so ein bisschen aufs Kernkraftwerk zutreiben lassen. Und das war mega. Also wir haben heute schon viel gemacht und haben auch noch einiges vor heute. Einige Redner. Und den Beginn würde ich jetzt geben gerne dem Rainer Klute. Der stellt uns jetzt den Verein vor, der das hier alles auf die Beine stellt. Die Nuklearia. Und es wäre auch im Sinne der Zukunft, der Kampf geht ja weiter. Ne? Wer nicht kämpft, kann, wer kämpft, kann verlieren. Aber wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Deswegen, der Kampf wird so oder so weitergehen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns weiter organisieren. Und dafür gibt es einen Verein, der das einfach schon 10 Jahre macht. Der stellt sich jetzt vor. Die Nuklearia. Rainer Klute, bitte.